Hallo und willkommen zu Frank am Freitag. Ja, schärferes Bewusstsein für Details. Ich bin vorgestern Abend mal wieder so richtig schön auf Jürgen und Silke reingefallen. Was ist geschehen? Also, ich war am Montag in Hamburg, Dienstag und Mittwoch in Berlin und hatte am Donnerstag Startertraining für einen neuen Kunden in Nürnberg. Und dieser Kunde hatte für mich ein Hotel gebucht, Novotel XY in Nürnberg, Bahnhofstraße. So, E-Mail oberflächlich gelesen. Ich gebe in Hamburg, in Berlin die Adresse ein. Nürnberg fahre abends nach einem anstrengenden Trainingstag, also nach Nürnberg, komme dort wirklich total erschöpft an. Mein Navi sagt, Ziel erreicht, Nürnberg Bahnhofstraße. Ich schaue rechts, Novotel, super. Fahr an der Einfahrt für die Tiefgarage vorbei. Und ja, da muss ich ganz kompliziert nochmal drehen über S-Bahn und ja. Auf jeden Fall schaffe ich es dann, in die Einfahrt reinzufahren. Freue mich total, dass ich da bin und entdecke das wohl engste Parkhaus Nürnbergs, Deutschlands, Europas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich elendig lange in diesem Parkhaus gefühlt, elendig lange umhergefahren, bis ich so eine klitzekleine Lücke gefunden habe. Bin dann mich da reingequetscht mit einigen Rangiervorgängen und war echt total glücklich, als ich dann da drin stand. Und dann habe ich überlegt, okay, weißt du was, morgen früh geht's ja los, neue Kunden, schleppst du besser heute schon mal die ganzen Seminarunterlagen hoch, dann brauchst du das morgen früh nicht mehr zu tun. Gesagt, getan. Ich renne also zweimal mit meinem Koffer und Equipment bis in die Rezeption, stehe dort schweißgebadet und sage, schönen guten Abend, Frank Dunker, für mich müsste ein Zimmer reserviert sein. Daraufhin sagt er, Dunker. Ja, sagt er, ich habe sie hier, Dunker. Ich sage, prima, Berthold Dunker, oder? Nein, Frank Dunker. Frank Dunker? Nochmal geguckt, Frank Dunker habe ich nicht. Ich sage, oh, das irritiert mich. Ich sage, für eine Firma XY müsste doch ein Zimmer für mich reserviert sein. Sagt der Firma XY, ja, wir haben ja morgen Training hier, ein Seminar. Er guckt nach, Firma XY hat hier morgen kein Seminar gebucht. Dann sagt er zu mir, in welches Hotel möchten Sie denn? Ja, ich sage, ins Novotel. Ja, aber in welches? Hier gibt es 3 Stück in der Bahnhofstraße. Und ich ahnte fürchterliches, ich war im falschen Hotel. Also, Rolle rückwärts, alles wieder runtergetragen, aus der engen Parklücke rausgequetscht und das ganze Spielchen nochmal von vorn. Schärferes Bewusstsein für Details. Hätte ich A, die E-Mail besser gelesen, hätte ich beim Ankunft des Navis mal den kompletten Hotelnamen fokussiert und gelesen, dann hätte ich mir diese 40, 45 Minuten wirklich schenken können. Also wieder mal auf Jürgen und Silke reingefallen. Ich wünsche euch und auch mir ein schärferes Bewusstsein für Details, um auch in diesen kleinen Dingen Jürgen und Silke keine Chance mehr zu geben. Ich wünsche euch jetzt ein tolles Wochenende, einen guten Freitag. Ciao, bis nächste Woche. Euer Frank.